Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute den Jagdwurst- und Zucker-Adventskalender für euch. Ist ein Kalender, den hatte ich noch nie gehabt. Das ist ein Snack-Adventskalender sozusagen. Und ja, genau, den gucken wir uns mal an. Der kostet 79 Euro, ist leider schon ausverkauft. Der kam jetzt super spät, also ich habe den ganz, ganz früh bestellt und der ist jetzt erst angekommen. Und ja, genau, da ich auch ganz normal ja bestelle, wie jeder Kunde auch, bekomme ich den dann halt auch, wenn alle Kunden ihn bekommen. Ich würde sagen, falls er euch trotzdem interessiert, eventuell für nächstes Jahr vormerken oder so, dann gucken wir jetzt mal zusammen rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. This year is just gonna be you. Ich starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ja, der Jagdwurst und Zucker-Adventskalender, cooler Name, oder? Das ist kurz und knackig, der hat 24 vegane, essbare und nicht essbare Überraschungen drin. Also der hat auch ein bisschen Pflege und so drin. Eine Überraschung von denen selbst, verpackt in 24 wiederverwendbaren Leinensäckchen in einem Kartonhaus. Schnur zur Aufhängung nicht enthalten. Warenwert über 125 Euro. Also man hat nicht so einen krassen Warenwert eben, ne? Das ist halt schon, aber muss man mal gucken. Also süßes, herzhaftes, essbares, nicht essbares ist hier drin. Jagd. Wurst- und Zuckerüberraschungen oder Zucker- und Jagdwurst, so rum. Auf jeden Fall gucken wir uns den jetzt mal an. Ich will das mal ausrechnen, wie viel das pro Türchen ist. Übrigens, die Claudi vom Kanal Claudis Welt packt den auch aus. Da könnt ihr euch noch eine zweite Meinung holen. 79 geteilt durch 24. Wären wir bei 3,29 Euro pro Türchen. Das ist doch ein voll guter Preis eigentlich. Also hier waren jetzt, also das war so im Karton drin und dann waren noch 4 Säckchen, die lagen so mit dabei. Also ist aber, muss ich sagen, ganz hübsch, eine gute Qualität vor allen Dingen. Diese Weihnachtssäckchen, die werde ich auf jeden Fall aufheben, weil man die ganz toll wieder befüllen kann aus Leinen. Ja, jetzt gucken wir uns mal das Haus an. Das ist wie so ein Lebkuchenhäuschen gemacht. Ich finde es total süß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich richtig, richtig schön. Verpackung ist klasse. Den Kalender gab es wohl schon mal 21 und 22. Ja, und dann kann man den halt so aufmachen. Hier sind die Säckchen drin. Das ist schon süß, das Lebkuchenhaus. Also ich habe jetzt keine Kinder. Aber hätte ich jetzt Kinder, also ich weiß nicht, ich werde es wahrscheinlich an irgendjemand weitergeben, der Kinder hat, weil ich habe gerade so gedacht, den kann man doch so richtig süß benutzen, muss man doch mal so sagen, den kannst du richtig süß benutzen und hier noch so ein Licht rein, also eine Lichterkette oder so rein, guck mal, und dann kann man den doch als Weihnachtshäuschen zum Spielen oder so hinstellen, das ist schon niedlich. So, ich stelle ein paar Produkte hier drauf, dann können wir gucken, Türchen Nummer 1. Ich bin so neugierig, was hier so drin ist. Ich hoffe, dass der Kalender cool ist. Also, in der 1 haben wir... Ach, wir haben auch immer so Beschreibungen. Das ist ja cool. Los geht's, das Adventskalender-Abenteuer. Als ehemalige Schülerpraktikantin und heutige Stammkundin am Hotdog-Stand hat Isa fast den Weltrekord im Hochsprung aufgestellt. Als wir hörten, dass IKEA Teil unseres Kalenders sein möchte, das Türchen enthält... Der Türcheninhalt ist jedoch ein Gruß aus Julias Ecke. Teigschaber sind nämlich ihr heimlicher Liebling in der Küche und ihr werdet ab sofort auch nicht mehr ohne ihn kochen wollen. On the top mit dem kleinen Gutschein für euren nächsten Hotdog-Stop im IKEA Spandau auch schon versorgt. Oh, wer will denn nach IKEA Spandau? Das ist ja richtig blöd. 2x5 Euro Gutschein für IKEA Spandau. Wie blöd ist das denn? Das startet ja richtig blöd. Also wann bin ich mal in Berlin, ne? Ich bin zwar bald in Berlin, aber da gehe ich doch nicht zu IKEA. Ach, das ist richtig blöd. Das ist richtig, richtig blöd. Nee, und dann haben wir aber so einen IKEA-Teigschaber hier drin. Das ist gut, den kann man gut gebrauchen. Ich finde toll, dass IKEA hier mit drin ist. Also IKEA, ich liebe IKEA. Ja, und das kann man immer ganz gut gebrauchen, oder? Aber bitte, IKEA Spandau. Wohnt jemand von euch in Spandau, schreibt mir, ich schicke euch die Gutscheine zu. Oh Gott, das ist blöd. Das ist ganz blöd. Hätte man dann IKEA für alle IKEAs machen können? Naja, egal. So, Türchen Nummer 2. Das fand ich jetzt echt blöd. In der Nummer 2 haben wir von Vegans Sour Sticks. Pfirsich- und Grapefruit-Geschmack. Das sind solche Gummibärchen eben. Ja, hier bekommt man dann auch mit einem Code 20% auf das Sortiment hier von Vegans.
Ja, das ist okay. Machen wir jetzt mit der Nummer 3 direkt weiter. Was mit dem IKEA? Man kann doch nicht davon ausgehen, dass nur Leute aus der Region da den Kalender kaufen, oder? Hier haben wir Nomo drin. Oh, das ist richtig lecker. Das sind diese, hatte ich schon mal was, diese vegane Schokolade. Das sind so Mäuse gefüllt. Einmal mit Cookie Dough und einmal mit Mint. Also so Mint-Schokolade und Cookie Dough. Das finde ich richtig süß. Nomo schmeckt extrem lecker. Da hatte ich schon mal so Schoko-Drops gehabt. Ja, hier bekommt man auch 15. Also hier sind halt ganz viel furchtbare, also ganz furchtbar viele Rabattcodes drauf. Finde ich ganz gut, wenn man was nachbestellen möchte. Und zwei Bärchen finde ich, also zwei Mäuschen finde ich auch gut. So, machen wir mit Türchen Nummer 4 weiter. Gar nicht, ehrlich gesagt, was es sonst in dem Shop gibt. Hier haben wir Türchen Nummer 4, Loffy. Ah, das wollte ich schon immer mal probieren. Kein Kaffee, keine Kompromisse. Guckt mal, das ist so Lupine, geröstete Lupine. Also das ist Kaffee quasi, kann man das so aufgießen mit... Gab mal gucken. Filter, Coffee Bag oben an der Perforation aufreißen. Ah, das gibt man so, wisst ihr was, das ist cool. Das gibt man so wie ein Teebeutel, hängt man das in die Tasse. Aber wie viel ist denn das hier immer? Einer wahrscheinlich. Also einmal der milde, der klassische und der intensive. Also dreimal Lupinenkaffee eben. Wollte ich schon immer mal ausprobieren. Habe ich schon ganz oft gesehen, habe ich mich aber noch nie so richtig mit beschäftigt. Habe ich aber schon gesehen und habe mir schon ganz oft gedacht, brauche ich mal so. Türchen Nummer 5. Ich probiere gern mal irgendwas Neues aus. Hier haben wir einen Riegel drin. Bis jetzt ist das ja eher so ein Süßigkeitenkalender. Vego Creamy Chocolate and Rice Krispies. Das ist sowas Veganes, auch vegane und glutenfreie Schokolade eben. Ja, genau, von der Marke Vego. Okay, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Sachen sind alle so von den Firmen gesponsert, weil wir haben ja für alles einen Rabattcode hier drin, dass die Firmen das so gesponsert haben für den Kalender eben und dann halt gleichzeitig einen Rabattcode zur Verfügung stellen kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier haben wir Türchen Nummer 6. Das ist einmal Mix and Match the Barriere Cream. Das ist der Nikolaus. Das ist eine gute Tür. Ein Ceramide-Komplex von I&M Berlin Plus. Das ist wirklich toll. Deckt die Hautbarriere. Das ist ganz cool. 30 Milliliter. I&M Berlin Plus. Die haben ganz coole Sachen. Aber gezielt würde ich es mir nicht kaufen. Türchen Nummer 7. Schick. Chocks drin. Knusprige Kichererbsen in dunkler Schokolade von Hülsenreich. Ui. Also Hülsenreich ist total lecker. Die haben ja auch immer diese gerösteten Kichererbsen und so. Schmeckt total gut. Und das hier finde ich echt schön. Das werde ich mir mal auf die Seite legen. Das werde ich irgendwann mal naschen, glaube ich. Das ist immer auch eine Geschmackssache, ob man was mag oder was nicht so mag. Ja, so Türchen Nummer 8. Hier sind mir ein bisschen zu viel Süßigkeiten bisher drin. Ist ja schon echt wie so ein Vernasche-die-Welt-Adventskalender, so ungefähr vegan. Hier haben wir jetzt mal was Deftiges drin, und zwar bei Odo Pesto Rosso Cremig. Das ist ein Pesto, Würzpaste mit getrockneten Tomaten. Das ist eben halt auch vegan. Aus Mühldorf kommt die Marke. Pesto geht immer, das kann man dann mal machen. Also das ist immer so halt auch so eine Notlösung im Speisekammer, gell? So, Türchen Nummer 9. Also ich muss sagen, so, ich hatte ja schon einige solche Beutelchen jetzt hier. Das ist der beste, also die besten Beutel für einen Adventskalender. Hier haben wir eine Haselnussschnitte drin von Fridays Organic Bakery mit Dinkel. Und Haselnüssen, das ist total cool. Ja, eine Schnitte ist hier drin. Das ist schon ganz schön viel. Was haben wir eben gesagt? 2 Euro, weiß ich schon gar nicht mehr. 2,50 Euro oder so pro Tür. Das ist schon ziemlich viel. Hier auch wieder ein Rabattcode. Türchen Nummer 10. Good Mood Food. Bio-Vital-Pilz-Kakao. Calm down and relax. Mit Reishi, Herkium und Ashwagandha. Ja, das ist so ein Kakao eben zum Trinken, wo diese ganzen Pilzextrakte drin sind. Muss man mit aufpassen, ist nicht für jeden gut. Auch Ashwagandha ist nicht für jeden gut. Genau, ja. Muss ich mal gucken, ob das was für mich ist. Ich glaube nicht, weil ich habe ja PCOS und da soll man Ashwagandha nicht unbedingt nehmen. Das ist nicht unbedingt gut. So, Türchen Nummer 11. Und deshalb denke ich mal, dass ich das auf jeden Fall nicht nutzen werde. Lini Bites, Golden Cinnamon. Oh, das ist bestimmt lecker. Ich mag Lini Bites sehr gerne. Die haben, also sind auch so vegane Riegel eben.
Und Golden Cinnamon, das hört sich gut an, das mit Haselnuss und Zimt. Also bis jetzt, wir machen mal weiter, Türchen Nummer 12, die Halbzeit. Bin ich so ein bisschen enttäuscht von dem Kalender. Ich habe mir so irgendwie was anderes darunter vorgestellt. Weiß ich nicht, das ist bis jetzt so. Also da ist ja dieser Nyceria Adventskalender, den ich ausprobiert habe, ist ja sehr ähnlich. Und da waren ja viel bessere Sachen drin. Also guckt euch den mal an und was der gekostet hat. Was habe ich dafür bezahlt? 30 Euro oder so? 33 Euro und der kostet halt 80 Euro. Puh, jetzt haben wir hier Bittertropfen drin. Inno Nature. Inno Nature ist grundsätzlich eine richtig geile Marke. Da bestelle ich super gerne auch mal irgendwas, was ich nicht so bei Carry Nutrition oder so bekomme. Hier ist Grünteeextrakt mit drin. Ja, das ist Bittertropfen. Kräuterauszug. Hier ist auch Enzian mit drin, muss man auch mit aufpassen. Frauenmantelkraut, Melissenkraut, Fenchelsamen, muss man unbedingt mit aufpassen. Ja, weiß ich nicht. Finde ich nicht so, weiß ich nicht. Und dann bekommt man hier 20% nur heute, also nur am 12. Dezember mit dem Code. Das ist ja auch so nach dem Motto, heute musst du jetzt was kaufen. Finde ich blöd, finde ich wirklich blöd. Ne? Nicht jeder kann die nehmen. Die Nummer 13. Bin gespannt, was ihr schreibt, wie euch dieser Kalender gefällt. Hier haben wir jetzt Just Spices drin. Asia-Tofu-Gewürz, ja. Sehr, also ich würde es mir nicht kaufen, weil ich wirklich ganz wenig mit Tofu mache. Ich bin nicht so der Tofu-Fan. Ja, das ist so ein Gewürz, das gebe ich weiter, weil das steht bei mir nur rum. Genau, ja. Weiß noch nicht. 14. Bin gespannt, was die Claudi sagt. So, hier haben wir Bananenchips drin, Kochbanane mit Barbecue-Geschmack. Die hatte ich schon mal gehabt. Ich kann das jetzt leider nicht probieren. Ich habe ja Fruktoseintoleranz, aber wir wollen gleich noch was essen gehen. Und ich habe keine Lust, mit Bauchschmerzen beim Essen zu sitzen, weil ich nicht weiß, ob ich es vertrage. Auf jeden Fall sind das Kochbananenchips, Crunchy Snack aus Lateinamerika mit Barbecue-Geschmack. Sind auch vegan. So, machen wir weiter mit Türchen Nummer 15. Nummer 15. Noch ein Riegel. Nee, Peanut Butter Cups von Lyca. Und zwar weiße. Weiße Peanut Butter Cups. Genau. Ja, was soll ich dazu sagen? Kann ich nicht essen. Ich habe eine Erdnussallergie und ja. Ich muss sagen, was mir so... Die Peanut Butter Cups, die gehen mir so auf die Nerven. Ich habe das Gefühl, ich werde von den Dingern verfolgt. Ich finde, bin ja gar kein Fan davon, weil ich halt eben auch nicht essen kann. Und irgendwie, weiß ich nicht, die sind gefühlt in jedem Foodkalender drin. So, die 16. Die 16 hat Hands-Off-Bites drin. Finde ich grundsätzlich cool. Sowas wie M&M's, nur eben komplett mit Erdnuss auch wieder. Ja, ne? Erdnuss, Schokoladen, Linsen, wie auch immer. Aber es ist eine große Packung. Okay. So, dann haben wir Türchen Nummer 17. Ja, 17 ist wieder ein Riegel drin. Och nö, was ist denn das? Also irgendwie ist der Kalender so ein Flop, ich weiß nicht. Vegans Coconut, also hier so ein veganer Kokosnussriegel eben. Ja. Die Nummer 18. Ah, das ist traurig. Hier haben wir Frikadelle drin. Und zwar von Baugmühle Frikadelle aus roten Bohnen. Das ist mal ganz okay. Kenne ich noch nicht, werde ich mal ausprobieren. Ist für 9 bis 11 Frikadellen. Da könnte ich mal so kleine Frikadellchen machen und mal probieren. Jo, rein pflanzlich. Das ist ganz okay. Auch mal was Deftiges neben den ganzen Riegeln und Süßigkeiten. Aber vom Hockerhauen tut es mich jetzt auch nicht. Genau, ja. Türchen Nummer 19. In der 19 haben wir nochmal was Make-up-mäßiges bzw. pflegemäßiges drin. Anti-Ox-Serum von No Cosmetics. Das soll ja gut sein, das mit Ferulasäure und Resveratrol. Genau, ja. Auch nochmal eine Beschreibung. Ist auch ein ganz gutes Produkt. Das ist jetzt kein blödes Produkt, finde ich. Türchen Nummer 20. In der 20 haben wir Carrot. In der 20 haben wir Carlo Carrot Jerky drin. Sour Cream Style. Bland-based. Chewy and Not crunchy, mega lecker. Ja, das ist so, es fühlt sich an wie so Trockenfleisch eben, ne, nur eben aus Karotten gemacht von Carlo. Jo, okay. So, die 21. 21 hat irgendwie was Stoffiges drin. Das ist, glaube ich, ein Einkaufssack oder so. 21.
Noch 3 Tage bis Weihnachten. Wahrscheinlich stehen bei euch so langsam die letzten Besorgungen an und Momentchen mal, da hätten wir noch was für euch, damit ihr euren Einkauf sicher und schön nach Hause geben könnt und zeitgleich super mutig auf ein Türchen. 2 Einkaufsnetze aus nachhaltig angebauter Baumwolle von Ikea. Also hier sind 2 Einkaufsnetze von Ikea drin. Ja, das finde ich nice. Die kann man immer gebrauchen. Einkaufsnetze sind immer schön, ne, für die kleinen Einkäufe eben. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Ikea hier mit drin, das finde ich cool. So, die 22, aber meine Einkäufe kann ich nicht bei Ikea machen, weil ich die Gutscheine nicht einlösen kann. Hier mit drin. Ach, so ein Hafer-Porridge-Cup Apfel-Zimt von Davert. Davert ist ganz lecker. Ja, Hafer-Porridge-Apfel-Zimt ist auch ganz lecker. Mit der Süße aus Datteln, Hafer aus Deutschland. Wisst ihr was? Das sind immer so dieselben Produkte. Wisst ihr, wie ich meine? So diese Food-Kalender. Also irgendwie muss ich sagen, ja, hier sind jetzt auch mal ein paar andere Marken mit dabei. Aber so richtig vom Hocker haut mich das alles nicht. Die 23. Wir hatten auch richtig gute Food-Kalender mit dabei, aber die waren weit, weit drunter unter dem Preis, was dieser Kalender hier kostet. Die 23 hat wieder einen Riegel drin von Cher, Karamell, Meersalz. Ist ganz cool, aber ich glaube, auch hier ist Erdnuss mit drin. Ja, Erdnüsse kann ich auch leider nicht essen, sieht aber lecker aus. So, und dann haben wir noch das letzte Türchen, die 24. Was haben wir hier drin? Hier ist auch irgendwie was Stoffiges. Hier sind, glaube ich, Socken drin, oder? Fühlt sich so sockig an. Ja, hier haben wir Türchen Nummer 24. Jagdwurst und Zucker. Socken drin. Kartoffeln und Quark steht da drauf. Weiß ich nicht, ne? Also ich meine, ja, ich ziehe solche allgemein nicht gerne an. Ich ziehe so welche nicht gerne an. Ich mag eher welche, die so Sneaker-Socken. Klar, ist okay. Hier steht doch frohe Feiertage euch allen. Und damit tschüss, lieber Adventskalender. Schön war's. Ja, ich würde sagen, ich filme euch mal ab, was hier drin war und wir sehen uns gleich zu einem Fazit. Ihr Lieben, das war der Zucker- und Jagddurst-Adventskalender 2024. Was sagt ihr zum Inhalt? Würdet ihr euch diesen Kalender kaufen oder eher nicht? Ich bin super gespannt, was ihr schreibt. Ich muss euch ehrlich sagen, mir gefällt der Kalender nicht gut. Ich habe jetzt einige Food-Adventskalender ausgepackt und das hier ist definitiv einer von denen, die mir nicht gut gefallen. Irgendwie hat man auch eine andere Vorstellung davon. Ich finde, hier sind viel zu viele Riegelsüßigkeiten drin. So, also, ne, 80 Euro würde ich niemals für diese Sachen ausgeben, die hier liegen. Nett, nee, würde ich nicht. Guckt euch den Mutatus Adventskalender an. Guckt euch den Niceria Adventskalender an. Der war gut gewesen. Der hat tolle Sachen drin gehabt. Was war denn noch für eine? Also, es gibt einige Food-Kalender, die die Hälfte kosten von diesem Kalender hier und die super waren. Also das hier, muss ich ehrlich sagen, ist einfach überteuert. Meine Meinung. Hier sind auch nicht so die Sachen drin, die ich mir kaufen würde. Dann haben wir so Nahrungsergänzungsmittel 2 hier drin. Kann auch nicht jeder, soll auch nicht jeder. Also wisst ihr so, wie ich meine? Viel mit Erdnüssen. Pff, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich würde mir für diese Sachen, ich würde das Geld nicht ausgeben. Wirklich nicht. Der Kalender und dann diese... Der Super-GAU in der Nummer 1 direkt, die Gutscheine, ist ja schön und gut, dass Ikea da 10 Euro spendet, ne, für Hotdog und Zeug oder auf dem Einkauf allgemein, aber doch bitte für alle, nicht nur in Spandau Wohnende, das ist total kacke und traurig irgendwie, also mir gefällt es nicht. Ich bin gespannt, was die Claudi dazu sagt, ob sie das auch so sieht, aber ich bin irgendwie, ich muss ehrlich sagen, der Kalender... Einer der schlechten Adventskalender dieses Jahr. Es sind zwar also interessante Marken mit dabei, ne? Zum Beispiel diese Kochbananen-Chips, Hülsenreich und so. Ist alles schön und gut und vielleicht auch lecker, aber keine 80 Euro. Tut mir leid. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Ich würde mich jetzt verabschieden. Lasst mir super gerne noch ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Baby, this year it's just gonna be you and me. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.